Genau, ich erzähle heute was zu EVCC, einem Open-Source-Projekt. Details kommen dann. Aber ich fange einmal ganz kurz an mit, wer bin ich überhaupt? Was mache ich eigentlich hier? Genau, ich bin Michael, ich bin Webentwickler, das heißt, ich komme so aus der Softwareentwicklungsecke. Ich würde mich, glaube ich, als Allgemeinentwickler bezeichnen. Mein Fokus ist aber wirklich so Software fürs Web und vor allem halt auch die oberen Schichten. Ne? Also so, genau, also JavaScript, HTML, das im Browser, das ist der Part, der mir Spaß macht. Ich arbeite in meinem normalen Leben, hätte ich fast gesagt, im E-Commerce-Kontext, bin dabei bei großen E-Commerce-Systemen unterwegs, meistens eher auf der Architekturebene. Genau, und jetzt seit 3 Jahren, 4 Jahren, 4 Jahren, bin ich parallel auch noch in einem Open-Source-Projekt privat aktiv, was EVCC heißt. Genau, ihr findet mich im Internet unter Naltatis auf allen möglichen Plattformen. Und jetzt auch genug zu mir. Einmal ganz kurz die Agenda. Ich kann auch da gucken, das ist noch besser. Genau, was ist EVCC eigentlich? Das wäre der erste Part. Dann erkläre ich ein bisschen, was das für Funktionen hat, was man damit alles machen kann. Dann gebe ich noch ein bisschen Einblick über das Projekt an sich, also generell Open Source, Entwicklung in Open Source, was das für uns konkret bedeutet, für das Projekt bedeutet, wie wir Community einbinden, beziehungsweise wie das funktioniert mit der Community. Und am Schluss gehe ich nochmal so ein bisschen Richtung Ausblick und zeige ein paar Sachen, bei denen wir gerade dran sind oder auch ein paar Sachen, die in der Zukunft noch spannend werden, genau, wo wir irgendwann dran sein wollen oder werden. Genau, die Frage, wie bin ich eigentlich zu dem Thema gekommen, warum bin ich hier? Das hat damit angefangen, also wir hatten schon, ich glaube seit 2017 oder sowas, haben wir eine PV-Anlage auf unser eigenes Hausdach machen lassen. Das war total gut, also das heißt, über Tag konnte man irgendwie kostenlos Strom benutzen, heißt, man hat die Wäsche über Tag gewaschen, man hat den Trockner über Tag laufen lassen, das konnte man relativ gut steuern. Und dann haben wir vor 4 Jahren ein neues Auto gekriegt und da passierte sowas, wenn man das ansteckte, dann machte das einen deutlich höheren Hub, als die PV-Anlage an den sonnigsten Tagen überhaupt nur liefern konnte bei uns. Heißt, also das wusste ich schon vorher, dass das passiert, aber da war dann irgendwie klar, okay, da muss jetzt irgendwie, das muss jetzt ein bisschen smarter passieren, als dass wir dieses Auto einfach Vollstoff laden, während wir doch eigentlich an anderen Tagen an anderen Zeiten des Tages mehr oder weniger kostenlosen Strom zur Verfügung haben im Haus. Und meine erste Idee war, okay, nimmst du gleich eine Wallbox, die smart ist. Und dann, also vor 4 Jahren, gab es schon ein paar, die so smart und Wi-Fi und keine Ahnung, die haben dann irgendwelche Funkverbindungen oder sowas draufstehen hatten. Habe ich auch gekauft, aber stellte dann relativ schnell fest, nur weil da smart draufsteht, heißt das vielleicht, dass die eine App hat, aber das heißt nicht, dass die Funktionen hat, die ich mir eigentlich vorgestellt habe. Nämlich zum Beispiel, das möchte man eigentlich haben, dass das Auto wirklich an den Stunden geladen wird und auch nur so viel geladen wird, wie ich eigenen Überschuss habe. Und klar, wenn ich mit dem Auto mal weggefahren bin, wie das da schon mal um 11 Uhr mal der Fall gewesen ist, dann natürlich nicht. Aber dann kommt halt an dem Tag vielleicht ein bisschen weniger Strom rein, je nachdem, was ich eigentlich vorhabe. Das war so ein bisschen mein Ziel, das zu haben, und stellte fest, mit den Komponenten, der Wechselrichter, den ich davor hatte, die Wallbox, die ich mir dann ausgesucht habe, funktionierte das einfach nicht zusammen. Und habe nach Alternativen gesucht. Also wie kriege ich das eigentlich jetzt abgebildet damit? Und was man immer machen kann, ist, man kauft alles vom gleichen Hersteller. Thema Ökosystem und so. Also wenn mein PV-Wechselrichter und meine Wallbox vom gleichen Hersteller kommt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Hersteller irgendeine Art von Überschussladen oder sowas implementiert hat. Dieses Ökosystem ist auch noch, ich kann später noch mal was zu Ökosystemen erzählen. Das ist in diesem ganzen PV-erneuerbare Energienbereich noch ein bisschen komplizierter, weil dann kommen auf einmal auch Stromanbieter da rein und wollen Teil des Ökosystems sein. Oder Autohersteller wie VW sagen, sie gründen auch noch mal eine Energiefirma und verkaufen ja noch einen Stromtarif oder solche Sachen. Aber dieses Ökosystem-Ding war irgendwie nicht meins. Dazu kam, dass der Wechselrichterhersteller gar keine Wallbox im Angebot hatte für Deutschland zu dem Zeitpunkt. Was man noch machen kann, sind Cloud-Services. Das heißt, man gibt die Zugangsdaten seiner PV-Anlage, seines Autos, seines Wechselrichters irgendeinem Online-Dienst und sagt, mach du das für mich. Bin ich kein Fan von gewesen, beziehungsweise immer noch kein großer Fan von. Ich finde, also diese Aufgabe, die ich gemacht haben will, die kann man auch durchaus im eigenen Netzwerk machen. Die Informationen sind alle da. Warum müssen die alle in die Wolke und bei irgendjemandem Drittes irgendwie zusammen gemacht werden? Fand ich doof. Und was es dann noch gibt, so ist den Bereich der professionellen Home-Energy-Management-Systeme. Da hatte ich mir zumindest damals welche angeguckt und war jetzt von keinem begeistert, wo ich gedacht habe, oh ja, das macht jetzt total viel Sinn, da irgendwie eine, keine Ahnung, teure Hardware von irgendjemandem zu kaufen.
Dann habe ich im Internet geguckt, was es so gibt. Nicht so viel gefunden, aber es gab ein relativ neues Projekt zu dem Zeitpunkt. Das Projekt gab es Anfang 2020. Im Oktober haben wir, glaube ich, ins Auto bestellt. Und dann bin ich zu diesem Projekt dazugestoßen, fand das gut, hab das erst ein bisschen hab das unterstützt. Und dann bin ich irgendwann gefragt worden: Hier, du kannst doch UI, Frontend, das können wir nicht so gut, magst du nicht mitmachen? Und dann bin ich da mehr oder weniger reingerutscht und bin jetzt seit 4 Jahren mit im Kernteam von dieser Software mit dabei. Genau, was machen wir? Das da oben soll jetzt EVCC sein. Vom Prinzip, die Funktionsweise ist verhältnismäßig einfach. Einzige, fast, es wird gleich noch komplizierter, aber vom Prinzip, die Grundaufgabe ist, wir senden Steuersignale an die Wallbox, die zu Hause ist. Das heißt, wir sagen der Wallbox, es ist gerade nicht genug Überschussstrom da, Wallbox, geh mal aus. Oder wir haben gerade, keine Ahnung, 6 Kilowatt über, benutzt das mal. Und wenn ich mehrere Wallboxen habe, kann ich da auch noch smarte Dinge unter diesen Wallboxen machen, wer dann zuerst angeht und wie auch immer. Und das Ganze kann ich halt in Abhängigkeit davon machen, wie viel Strom habe ich über. Dafür muss ich die Produktion kennen, muss ich meinen Verbrauch kennen. Und wenn ich noch Informationen vom Fahrzeug kriegen kann, kann ich auch noch mehr Sachen damit machen. Aber auch da komme ich später nochmal darauf, was dann geht. Genau, wo läuft das typischerweise? Das sind so die Klassiker, also Raspberry Pi, irgendein Singleboard-Computer, irgendwas Kleines, was man zu Hause rumstehen hat. NAS-Systeme werden gerne auch verwendet, um da noch irgendwie einen Docker mit drauf laufen zu lassen. Oder irgendein Mini-PC, irgendwas, was ich sowieso schon da habe. Genau, die Anwendung, das kommt gleich noch, die ist in Go geschrieben. Das Binary, was da rausfällt, ist relativ klein. Wir brauchen nicht viel Speicher. Wir brauchen nicht viel CPU für das, was da gemacht werden muss. Das heißt, auch ein Raspberry Pi Zero, wenn man den auch irgendwo in der Schublade liegen hat, reicht, um damit irgendwie an den Start zu kommen. Genau, wir haben Binaries für alles Mögliche. Das habe ich gerade schon gesagt. Der Core ist in Go geschrieben. Die Web-UI oben drüber ist halt Browser und JavaScript. Jo, jetzt kommen ein paar Folien, die werde ich nicht vorlesen, keine Angst. Ich habe jetzt diesen Vortrag schon, ich halte ihn jetzt, glaube ich, zum dritten Mal. Was interessant ist, jedes Mal aktualisiere ich diese Folie und dieser Text wird immer ein bisschen kleiner, weil wir immer mehr Geräte supporten, weil immer mal jemand kommt und sagt: Ich habe übrigens den Wechselrichter von da und da, hier ist ein Datenblatt, könnt ihr den unterstützen? Und in der Regel, wenn das Ding eine Schnittstelle hat, dann finden wir meistens einen Weg, um mit dem Ding reden zu können. Das gleiche gilt für Wallboxen. Schaltbare Steckdosen ist auch ein großes Thema, um kleinere Verbraucher zum Beispiel zu schalten oder Wärmeerzeuger, sowas wie ein Heizstab oder irgendwie sowas. Genau, solche Sachen kann man auch damit lösen, sind nicht immer nur Elektroautos. Und wir haben Schnittstellen zu allen möglichen Fahrzeugherstellern, wo wir dann Informationen über das Fahrzeug nochmal abfragen können. Komme ich gleich auch nochmal dazu, was das genau ist. Teilweise können wir auch Signale an das Fahrzeug schicken, um mit ihm Dinge zu machen, um es aufzuwecken zum Beispiel. Aus der technischen Sicht, was machen wir da genau? In der Mitte EVCC, die Software. Und je nachdem, mit wem wir gerade reden, gibt es halt unterschiedliche Protokolle, die da gesprochen wurden. Ein sehr verbreitetes Protokoll ist Modbus, relativ alt, aber relativ verbreitet und relativ stabil. Das wird gerade in dieser Wechselrichter-Batteriesystemwelt, aber auch bei den Wallboxen sehr, sehr gerne genommen. Auch HTTP, WebSockets, MQTT findet man bei bastlerfreundlicheren Geräten, würde ich mal sagen. Es gibt so ein paar Sachen, wie E-Bus ist gerade so der Industrie, wie soll man das sagen? Es gibt Hersteller, die sich sehr stark diesem E-Bus verschrieben haben. Das ist ein relativ komplexes Protokoll, aber auch das sprechen wir, weil wir bestimmte Geräte sonst nicht steuern können. Und dann ja, gibt es teilweise auch sehr, sehr spezielle Dinge. Signal Air, wir haben, glaube ich, eine Wallbox, die das irgendwie erfordert, weil sie kein anderes Protokoll hat, mit dem man sie irgendwie sauber ansprechen kann. Genau. Und also ja, in unterschiedliche Richtungen sprechen wir unterschiedliche Dinge. Mit dem Auto sprechen wir in der Regel immer nur irgendein Webprotokoll, weil die Autos also selbst wenn das vor der Tür parkt und das WLAN hat, kann man nicht direkt mit dem Auto reden. Man redet mit dem Cloud-Hersteller seines Fahrzeugs, wenn der das denn anbietet. Und der redet dann wieder mit dem Auto. Das heißt, da haben wir immer eine Online-Schnittstelle, um mit diesem Fahrzeug zu reden. Vom Prinzip gibt es auch die Möglichkeit, über die Wallbox mit dem Fahrzeug zu reden. Wir haben ein, zwei Wallboxen, die das über E-Bus und so ermöglichen. In der Praxis findet das aktuell noch nicht wirklich eine nennenswerte Verbreitung. Aber das wäre eigentlich deutlich cooler, als sich irgendwie über die Wolke mit dem Fahrzeug verbinden müssen. Genau. Was wir noch haben, sind so Umweltdaten, nenne ich das jetzt mal. Also sowas wie grün ist eigentlich der Strom zum jetzigen Zeitpunkt in meinem Netz? Was kostet eigentlich mein Strom? Da komme ich gleich noch drauf. Oder vielleicht auch Vorhersagen. Ne? Also wird morgen die Sonne scheinen, ja oder nein? Wenn ich das weiß, kann ich vielleicht irgendwie heute schon eine andere Entscheidung treffen.
Genau, was wir noch haben, sind, wir haben eine Schnittstelle für Plugins. Das heißt, ihr habt eben die Liste dieser ganzen Hersteller gesehen. Wenn euer Hersteller nicht mit dabei ist oder ihr sagt, meinen selbstgebauten Smart Toaster möchte ich da auch mit verbinden, weil immer, wenn die Sonne scheint, möchte ich einen, was auch immer, einen getoasteten Toast haben, dann kann man das auch machen, solange ihr dem Toaster eines dieser Protokolle quasi beibringen könnt. Ne? Also genau, alle, was wir als Fahrzeug, als Wechselrichter, als schaltbare Steckdosen oder irgendwie sowas haben, kann man sich halt auch selber irgendwie eine Brücke bauen, die dann über Shell-Skript oder über was auch immer die Signale entgegennimmt oder den jeweiligen Status ans System wieder zurückgibt. Genau, dann gibt es für die üblichen Smart-Home-Systeme, Home Assistant ist relativ populär, aber auch IO-Broker und sowas im Einsatz, gibt es teilweise Plugins, wie man EVCC in diesen Systemen mitlaufen lassen kann oder, wenn man es separat laufen lässt, halt Libraries, wo man dann bestimmte Befehle oder vordefinierte Templates dann einfach sich da reinholen kann, um das nicht alles selber integrieren muss, was auch immer geht. Genau, das heißt, wir sind auf der Seite sehr bastel- und entwicklungsfreudig, würde ich mal sagen. Genau, jetzt ein bisschen auf die Oberseite. Wie sieht das Ganze eigentlich nachher aus? Ich zeige jetzt hier ganz, ganz viel die Smartphone-Ansicht. Das Ganze funktioniert aber auch auf Tablets, auch auf Desktop. Es ist auch optimiert, dass das so auf allen Geräten möglichst gut den Platz ausnutzt. In der Regel nutzen das viele Leute sogar am Desktop, weil es halt etwas, was man macht, wenn man zu Hause ist. Genau, aber das ist die Standardoberfläche, wenn man es eingerichtet hat. Das heißt, was sehe ich hier? Ganz, ganz oben sehe ich irgendwie den Energiezustand meines Hauses. Ich sehe irgendwie 8 Kilowatt werden von der Sonne gerade produziert, 4 werden aus dem Netz gezogen, mein Auto braucht irgendwie was aus den beiden zusammen quasi und noch andere Dinge. Weiter unten sehe ich meinen Ladepunkt, heißt es bei uns, also meine Wallbox im Carport jetzt hier zum Beispiel, an der gerade ein blauer E-Golf hängt, der mit 1,4 Kilowatt lädt. Man sieht, wie viel er geladen hat, man sieht auch Informationen zum Ladevorgang. Man kann sich einblenden lassen, wie teuer das jetzt war, was der Durchschnittsstrompreis war, aber auch wie viel Prozent Sonnenanteil jetzt in dieses Auto reingeflossen ist und kriegt dann unten noch so ein paar Statusinformationen. Wie voll ist das Auto gerade und weitere Dinge. Den oberen Bereich kann man dann ausklappen, dann kriegt man noch ein bisschen mehr Informationen. Also in diesem Balken stehen ja schon ein paar Zahlen drin, aber wenn man es wirklich aufgedröselt haben will und genau sehen will, wie ist jetzt gerade eigentlich wirklich mein Hausverbrauch und auch die Preise nochmal irgendwie aufgeschlüsselt, dann kann man das auch machen. Genau, die Web-UI ist unsere Hauptoberfläche quasi. Wir haben inzwischen auch ein Projekt für eine iOS und für eine Android-App. Vom Prinzip ist das die Web-UI nochmal umverpackt in so einen App-Form-Faktor. Das ist noch nicht released, aber wenn man sich das Repo anguckt, dann findet man da auch irgendwie einen Link oder eine Anleitung, wie man das sich selber über einen Testflight oder selber bauen auch zum Laufen bringen kann, jetzt schon. Genau, was kann die Software? Das ist die Hauptfunktion, das hatte ich eben schon angeteasert. Ne? Also wenn ich eine PV-Anlage habe, wenn ich eine Wallbox habe und wir irgendwie in der Lage sind, mit den beiden zu reden, dann kann ich sowas machen. Dann kann ich halt meinen Ladevorgang verschieben. Also sagen wir, ich stecke das Auto an, wenn es dunkel ist, dann wird der Ladevorgang noch nicht gestartet, sondern erst dann gestartet, wenn genügend Überschuss da ist. Und das ist noch ein bisschen komplexer, weil es gibt dann so eine Mindestladeleistung, die die Fahrzeuge brauchen. Da kann man ganz viel konfigurieren und machen, aber das ist so die Grundfunktionalität. Selbst wenn ich einen alten Wechselrichter habe, mit dem ich gar nicht reden kann, weil der die Schnittstellen nicht, wie auch immer, reicht eigentlich auch, wenn ich einen auslesbaren Netzzähler habe. Also wenn ich die Information kriege, speise ich gerade ein oder speise ich gerade nicht ein. Also beziehe ich gerade oder speise ich gerade ein. Wenn ich das kriegen kann, das ist eigentlich der Basisregelpunkt, den wir für PV-Überschussladen brauchen. Das heißt, da tut es dann vielleicht auch so ein Infrarotaufsatz auf einen bestehenden Zähler oder irgendwas, was ich mir irgendwo dazwischen bauen kann, wie auch immer. So, und jetzt der größere Part, der auch der auch buchstabenmäßig so im Titeltalk so das größte den größten Part eingenommen hat, dynamische Strompreise hatte ich da draufstehen. Thema netzdienliches Laden, das ist ein sehr unförmiges Wort. Was bedeutet das eigentlich? Also in der einfachsten Geschichte bedeutet es das, also ich habe vielleicht von meinem Anbieter einen dynamischen Stromtarif, also einen Stromtarif, wo ich nicht auf ein Jahr hinweg oder auf einen Monat, wie auch immer, einen festen Kilowattstundenpreis gesagt kriege, sondern wo mir der Anbieter sagt, nee, du kriegst einen Börsenstrompreis. Also wenn an der Börse der Strom billig ist, dann ist der bei dir genauso billig plus Netzentgelte. Das kann auch nochmal ordentlich sein, was da oben drauf kommt. Aber vom Prinzip habe ich zu Hause Börsenstrompreis plus meine Netzentgelte und kann mit denen dann halt arbeiten. Das hat den großen Vorteil, dass wenn ich Energie nutze, wenn gerade viel Erneuerbare da sind, dann ist es meist der Strompreis relativ günstig. Dann kann ich auch zu Hause relativ günstig laden.
Gerade bei einem Elektroauto macht das vielleicht Sinn, weil wenn ich es nicht immer sofort voll haben muss, sondern über die Woche hinweg nur gucken muss, dass es irgendwie 3, 4 Ladestunden oder was auch immer kriegt, dann kann ich da relativ gut mit arbeiten und damit irgendwie das in die günstigen Stunden quasi reinlegen. Das heißt, das funktioniert auch, wenn ich gar keine PV-Anlage habe. Das Einzige, was ich brauche, ist eine steuerbare Wallbox. Da ist zwar noch dieses Gerät, also ich habe das Gerät eingezeichnet mit dem dynamischen Stromtarif drin. Ich brauche aber keinen Netzzähler eigentlich dafür, den ich auslesen kann. Ne? Mein Stromanbieter wird das haben wollen, weil er mich irgendwie abrechnen muss. Aber wir von EVCC müssen den nicht auslesen können, weil die Daten meistens aus dem Internet halt verfügbar sind, dass ich abfragen kann, was ist denn jetzt aktuell der Strompreis. Und ich kriege in der Regel auch eine 24-Stunden-Vorhersage, sodass ich dann auch schon Entscheidungen treffen kann. Genau. Wenn ich jetzt noch keinen dynamischen Strompreis habe, macht es trotzdem Sinn, sich zu überlegen, wann man eigentlich aus dem Netz lädt. Wenn ich eine PV-Anlage habe und meistens genug Energie da ist, ist es im Sommer meist kein Problem. Aber spätestens in den Wintermonaten ist es bei den allermeisten Leuten so, dass sie keine so große PV-Anlage haben, dass sie ihren kompletten Ladebedarf einfach aus der eigenen Sonne decken können. Zumindest ist es bei uns nicht der Fall. Das heißt, es gibt Wintermonate, wo man wohl oder übel halt aus dem Netz laden muss. Und da spielt es auf jeden Fall eine Rolle, zu welchem Zeitpunkt ich das mache. Weil mal ist der Strommix, den ich zu Hause habe, grüner und mal ist der Strommix, den ich zu Hause habe, nicht so grün. Das hängt einfach also gibt es gerade Windkraft im Netz oder wie ist gerade die Situation? Und da gibt es interessante Seiten, wo man sich den aktuellen Zustand quasi rausgeben lassen kann. Electricity Maps ist eine ganz nette Seite, wo man so eine Globalansicht kriegt, so mit Länderzonen. Ein bisschen kompaktere Ansicht ist das hier. Die Seite heißt grünstromindex.de. Da habe ich jetzt gestern mal die Postleitzahl hier von Kiel eingegeben und dann sehe ich, der Balken ist jetzt leider andersrum. Höherer Index heißt grünerer Strom, also heißt auch Grünstromindex. Das heißt, man sieht heute 16 Uhr quasi jetzt und vielleicht auch noch um 17 Uhr wären die perfekten Zeitpunkte, um Strom aus dem Netz zu ziehen, weil das, was ich dann kriege, den Energiemix, den ich kriege, der ist deutlich grüner als den ich heute Morgen um 11 gekriegt hätte. Nämlich nur zu 10, der wäre nur zu 10% hätte er diesen Indexwert gehabt. Genau, und auch diese Werte, die Grünstromindex-Datenwerte, kann man in EVCC hinterlegen, wenn ich keinen dynamischen Strompreis habe, aber ich sage, ich möchte netzdienlich laden, sprich laden dann, wenn viel Grünstrom im Netz ist, kann ich es hinterlegen und dann an den Stunden automatisiert den Ladevorgang starten. Genau, noch weitere Datenquellen hier. Energycharts.info ist eine Seite mit Daten vom Fraunhofer Institut. Die ist ganz nett. Das ist jetzt für die aktuelle Woche, wo ich das ausgefüllt auf der linken Seite ist dann wirklich auch, wie der Energiemix war. Oben das Grüne ist nur erneuerbare, unten das ist nicht erneuerbar. Und diese rote Linie, die ihr da seht, ist der Strompreis an der Börse. Also das ist wirklich der Börsenstrompreis auf eine Woche. Und man sieht halt so krasse Dips. Und das ist immer, jetzt in dieser Woche ist es immer mittags gewesen. Je nach Jahreszeit kann das aber auch sein, dass das in den Nachtstunden ist, wenn wenig abgenommen wird und es windig ist oder sowas. Also das verändert sich schon. Genau. Oder wenn ich einen Strompreis habe, das ist jetzt rechts, ist jetzt in der Tat mein eigener Stromanbieter. Wir benutzen Tibber, die haben eine eigene Schnittstelle. Aber die machen auch nicht mehr als eigentlich nur den Börsenstrompreis nehmen und da irgendwie einen X-Wert obendrauf schlagen. Genau. Wenn ich jetzt sowas habe, egal ob ich preisoptimiert oder ob ich zu CO2 optimiert, also Grünstromindex quasi laden möchte, habe ich da eigentlich zwei Wege, was ich machen kann. Das eine ist, ich kann ein festes Preislimit setzen. Das heißt, ich habe an meinem Ladepunkt, hatten wir eben schon, einen Einstellungsdialog, wo ich sehen kann, was sind die nächsten bekannten Slots. Also auf Stundenbasis sieht man da diese Balken auf der linken Seite. Ich glaube, ich habe so einen Laserpointer. Ne? Ah, den sieht man aber nicht. Okay, ist ein Display. Na gut, egal. Genau, ich sehe mal, ist es niedriger, mal ist es höher. Das heißt, ich kann so ein Limit setzen und sagen, was habe ich da jetzt eingetragen? Ich kann es hier nicht lesen. Ist egal. Wenn es unter X Cent ist, 15 Cent, dann starte einfach immer die Ladung, egal was ist. Das ist so eine relativ dumme Einstellung, aber eine relativ einfache Einstellung. Das heißt, wenn was an der Wallbox angeschlossen ist, dann wird es auf jeden Fall zu den Zeiten mit voller Geschwindigkeit geladen. Und ich kann das dann auch sehen und sehe dann, wann der nächste Zeitslot ist, wenn ich es geschlossen habe. Ein bisschen intelligenter, aber muss man halt auch ein bisschen mehr für machen, ist es auf der rechten Seite. Da war gerade ein Laserpointer. Ah, der geht auch nicht auf dem Display. Sehr gut. Ein bisschen intelligenter ist das auf der rechten Seite. Wir haben so einen Ladealgorithmus. Das heißt, da kann ich eine Abfahrtszeit angeben. Das heißt, ich kann sagen, morgen um 18 Uhr soll das Auto auf 90% sein. Dafür muss ich wissen, was 90% beim Auto bedeutet. Kommen wir gleich noch zu. Aber das kann ich sagen. Ich gebe ein Ladeziel an. Das heißt, der Planer weiß, okay, ich habe jetzt noch irgendwie, keine Ahnung, 10 Stunden Zeit, um zu gucken, wann sind die günstigsten Ladeslots und weiß auch grob, wie viele Ladeslots er quasi braucht. Und
Genau, das funktioniert dann so, ich gebe das Ladeziel ein und der Planer im Hintergrund probiert dann irgendwie für mich das günstigste rauszufinden. Wenn zwischenzeitlich noch die Sonne rauskommt und ich Überschuss habe, dann wird der nochmal bevorzugt und so. Genau, aber das ist das, was dann da im Hintergrund werkelt, wenn man den Planungsalgorithmus benutzt. Jo, so viel zu dynamischen Strompreisen zum Elektroautoladen. Was wir jetzt seit einem Monat, glaube ich, released haben, aktuell noch so als experimentelles Feature, aber wird schon rege genutzt, ist, dass wir nicht nur das Auto bei günstigen Stromphasen quasi laden können, sondern auch den Hausspeicher. Also gesetzt den Fall, ich habe neben meiner PV-Anlage auch noch einen Hausspeicher zu Hause, den ich vielleicht sogar auch steuern kann. Neuere Geräte können das oft, ältere Geräte oft nicht. Dann kann ich auch für diesen Hausspeicher in EVCC Regeln hinterlegen und sagen, wenn der Strom, ich habe immer wieder das 15-Cent-Beispiel, unter 15 Cent ist, dann lad einfach meinen Hausspeicher voll. Das heißt, wenn ich wirklich November, Oktober oder sowas habe und nachts sind irgendwie ein, zwei günstige Stunden, dann kann ich mir in einer, was auch immer, in einer Novembernacht nachts meinen Hausspeicher komplett voll machen und dann kann ich vielleicht den Tag über aus diesem Hausspeicher quasi mein Haus versorgen zu diesem günstigen Strom, den ich zu den Niedrigpreisen mir in den Speicher geholt habe. Das macht wirtschaftlich, muss man immer gucken, auch Speicher haben Wechselverluste, man verliert, keine Ahnung, bis zu 10% beim Reinladen, beim Rausladen auch nochmal. Wenn die Differenz zu klein ist, macht das wirtschaftlich auch wenig Sinn. Aber grundsätzlich, die Funktion ist da und man kann damit jetzt irgendwie Dinge optimieren. Genau. So, jetzt Fahrzeugfunktionen. Habe ich eben schon gesagt, wir können auch mit den Autos reden und wenn wir mit den Autos reden können, können wir noch ein paar mehr Dinge machen. Das eine hatte ich eben schon gesagt, ich kann sowas machen wie ein Ladeziel und sage, Auto sei zu dieser Uhrzeit so und so voll. Dafür müssen wir wissen, wie groß ist der Akku des Autos und wie ist der Füllstand des Autos, um die Differenz ausrechnen zu können, wie viele Kilowattstunden müssen in dieses Auto noch rein bis zu diesem Zeitpunkt. Das müssen wir dann irgendwie rückrechnen können. Was man auch machen kann, wenn das Auto das nicht rausrückt, dass man mit festen Kilowattstundenwerten sagt, rechnet und sagt, okay, mach mal bis morgen früh einfach 20 Kilowattstunden in das Auto rein, weil ich als Nutzer irgendwie weiß, das passt wohl noch, weil ich den Ladezustand beim Aussteigen aus dem Auto vorher noch mir gemerkt habe oder so. Genau. Aber wenn das Auto eine Schnittstelle hat, dann kann man noch ein paar mehr lustige Dinge machen. Primär Richtung Akkuschonung, aber auch ein bisschen Richtung Komfort. Das heißt, ich kann sowas setzen wie ein Ladelimit. Sprich, ich stecke mein Auto an und sage, lad das bitte nicht voller als 90%, als 80%, abhängig von der Akkuchemie des Autos. Gibt es da unterschiedliche Werte, die der Hersteller empfiehlt, die Community empfiehlt, wie auch immer, kompliziertes Thema. Aber wir können vom Prinzip können wir einfach sagen, okay, wir wissen, das Auto hat jetzt 90% erreicht, wir stellen einfach die Wallbox aus und stoppen das. Viele Autos haben das auch in ihrer eigenen App, dass man das einstellen kann. Da kommt aber dazu, dass diese Apps nicht immer sehr zuverlässig sind, dass es aber teilweise auch jetzt noch Neuwagen gibt, die das nicht haben, die auch diese App nicht haben oder wo es kostenpflichtig ist, was auch immer kompliziert. Man kann es auf jeden Fall über unsere Software machen. Und was man auch noch machen kann, ist die Andersrum-Richtung. Ich komme nach Hause, mein Auto ist ganz leer, wird passieren, wenn wir heute Abend nach Osnabrück nach Hause kommen, dann werden wir damit, was auch immer, wenig Prozent ankommen. Dann kann ich das in die Wallbox stecken und die Wallbox erkennt oder EVCC erkennt, okay, das Auto ist angesteckt und es ist nur noch auf 5%. Man kann das Auto auf 5% da bis zur nächsten Sonne parken, aber so aus Akkuschonungsgründen möchte man das eigentlich nicht. Also generell Geräte mit ganz niedriger Ladung rumstehen lassen, ist keine so gute Idee. Das heißt, da kann ich eine Regel hinterlegen und sagen, Mindestladestand bei diesem Fahrzeug ist immer 25%. Wenn du den ansteckst, guck mal, dass du diese 25% so schnell wie möglich herstellst und danach kannst du mit Optimierungen anfangen. Zu günstigen Zeitfenstern laden, nur wenn die Sonne scheint, wie auch immer. Kann man pro Fahrzeug bei uns konfigurieren. Genau, das jetzt zu den Kernfunktionen, die wir haben. Es gibt noch eine ganze Menge mehr, Lastmanagement und so. Ich eier das jetzt nicht alles durch, keine Angst. Nochmal kurz zu den Szenarien, wie man das anwenden kann oder wie Leute das benutzen. Was man machen kann, ist das einfach für so ein ganz kleines Setup auch benutzen. Ich habe eine Balkon-PV-Anlage, ich habe eine schaltbare Steckdose, ich habe ein E-Bike, ich habe Werkzeugakkus, keine Ahnung. Irgendwas, was irgendwie ich nur dann laden möchte, wenn ich auch wirklich eigenen Überschuss habe bei einer Balkon-PV-Anlage, würde ich im Zweifelsfall meinen Überschuss ja auch vielleicht gar nicht bezahlt kriegen, dann macht es Sinn, möglichst viel Eigenverbrauch auch da in einem kleinen Szenario zu machen. Und dafür kann man die Software halt auch benutzen. Also Schaltsteckdosen unterstützen wir eine ganze Menge. E-Bikes haben meistens keine Online-Schnittstelle, aber ist bei den Geräten auch dann nicht so wichtig, dass man da dann, keine Ahnung, Mindestladeleistung und diese Sachen macht. Genau, in der anderen Richtung geht das auch. Wir unterstützen, dass man mehrere PV-Systeme konfiguriert, mehrere Batterien hat. Da rechnen wir dann auch irgendwie Dinge aufeinander und gucken, welche Funktionen die jeweils haben. Ich kann mehrere Wallboxen betreiben. Ich kann auch an einer Wallbox mehrere Fahrzeuge betreiben. Wir haben irgendwie eine Fahrzeugerkennung da drin.
die man mit RFID, ohne RFID, mit Online-API, also kompliziert, also alles jeweils nochmal wie so größere Teilthemen, aber da haben wir eine ganze Menge Dinge gemacht, sodass das in der Praxis relativ gut funktioniert, auch bei größeren Setups. Also wir haben auch Rückmeldung von Kunden, die auf ihren Firmenparkplätzen einfach ihre 20 Wallboxen mit so einem EVCC versehen haben und da halt Laderegeln hintergesetzt haben. Genau. Jetzt noch ein bisschen über das Projekt. Ich gucke mal ganz kurz auf die Zeit. Ich bin ganz gut in der Zeit. Das ist schön. Habe ich eben am Anfang gar nicht gesagt, Fragen. Ich rede auch so schnell, dass ich gar keine Zeit dafür lasse. Aber Fragen würde ich sagen, am Ende stellen. Ich gucke, dass ich 10 Minuten vorher fertig bin, dass wir da noch ein bisschen Luft für haben. Genau. Ein bisschen Informationen über das Projekt. Ich habe gestern mal die Zahlen aktualisiert. Wir haben jetzt ungefähr 200 Issues bearbeitet. Das gilt jetzt nur fürs Hauptprojekt. Es gibt unter der EVCC-IU-Organisation auch noch ein paar Seitenprojekte. Die App hatte ich eben schon erwähnt, dass da jetzt alles nicht mit drin ist. Jetzt wirklich nur das Kernprojekt, wo so die Steuersoftware quasi drin ist. Das heißt, da schlägt am Tag schlagen eine ganze Menge Issues, also teilweise Feature-Wünsche, Vorschläge ein. Das funktioniert bei mir nicht, könnt ihr da mal reingucken. Ihr habt eben die ganze Liste von Herstellern gesehen. Kann man sich wahrscheinlich ganz gut vorstellen, dass es da immer wieder Edge-Cases oder Sachen gibt oder irgendwelche Timeouts an irgendwelchen Geräten, irgendwelche was auch immer, komische Verhalten, die man sich einfach mal angucken muss, um zu gucken, was geht da gerade und was können wir da verbessern. Genau, und wir haben eine ähnlich große Zahl an Pull-Requests. Die geschlossen wurden. Ich habe da geschlossen hin, weil ich jetzt nicht trennen wollte zwischen gemerged und was auch immer. Also wir gehen da nicht durch und machen einfach alles dicht, keine Angst. Will nur zeigen, da ist eine ganze Menge Aktivität, auch von unterschiedlichen Leuten, die zu dem Projekt beitragen. Und genau, habe ich darunter schon als nächste Zahl. Aktuell sind es mehr als 250 Leute, von denen, ich glaube, Contributions bei GitHub heißt, glaube ich, wirklich, dass mindestens eine Zeile Code, wenn es eine Doku-Änderung ist, von dem User halt als Teil in die Software reingeflossen ist. Was ist schon eine ziemlich beeindruckende Zahl, auch für uns, wenn man die nochmal so reflektiert mit ein bisschen Abstand. Genau, das heißt, es gibt eine ganze Menge Leute, die Software nutzen, die uns Feedback geben, wenn irgendwas nicht funktioniert, das kriegen wir meistens relativ flott mit. Und was auch total cool ist, in dem Thema zu arbeiten, ist, man hat dann auch also Experten für alles Mögliche. Ne? Also dann meldet sich im Forum jemand und sagt, ja, er ist irgendwie Softwareentwickler von Vata und er kann da jetzt weiterhelfen bei dem Thema. Ne? Wo du sagst, geil, ja, besser als wenn wir das Reverse-Engineeren, wenn du uns einfach sagst, wie das funktioniert oder so. Das ist schon ziemlich cool. Genau. Und wir haben ein Forum, das wir benutzen mit GitHub Discussions. Das ist so ein bisschen der erste Anlaufpunkt für, man ist sich nicht ganz sicher, ob das richtiges Verhalten, falsches Verhalten ist. Man kriegt das mit der Installation nicht hin, wo wir da eine erste Anlaufstelle geben, wo sich auch sehr viel innerhalb der Community quasi gegenseitig geholfen wird und so übliche Fehler da ausgebügelt werden. Genau, ich habe eben am Anfang schon gesagt, ich bin Teil vom Core-Team. Wir sind aktuell 3 Leute. Andi ist der Mensch, der das damals Anfang 2020 ins Leben gerufen hat. Er ist so ein bisschen der Go- und der Regelkern, ist so ein bisschen das, wo er auf jeden Fall unterwegs ist, auch Fahrzeugschnittstellen, den ganzen Online-Part. Dann gibt es noch Uli, der ist, glaube ich, gelernter Elektrotechniker. Auf jeden Fall kennt er sich mit den Dingen aus, mit denen ich mich nicht auskenne. Nämlich, er kann so Datenblätter lesen, weiß, wie Modbus vorwärts und rückwärts funktioniert und so. Und das, genau, ich habe ja schon gesagt, was ich da mache. Das heißt, wir sind da so ein ganz guter Mix, der so aus unterschiedlichen, aus unterschiedlichen Feldern quasi kommt und unterschiedliche Expertisen mitbringt. Und wir haben uns dieses ganze Maintenance von dem Projekt halt dem verschrieben quasi. Ne? Das heißt, wir haben so unsere Bereiche. Wir treffen uns einmal im Monat in der Regel, um zu gucken, was sind so ein bisschen die Richtungen. Ne? Also es kommen, kann man sich vorstellen, eine ganze Menge auch Feature-Wünsche an die Software ran, wo wir bei vielen auch sagen müssen, sorry, das ist nicht unser Thema. Ne? Also wir wollen nicht die generelle Home-Automatisierungsplattform werden, auch wenn das für einige Sachen bestimmt geil wäre, das inline machen zu können. Aber ab und an müssen wir auch Entscheidungen treffen, wo wir sagen, nee, das gehört nicht in den Kern unserer Software rein. Ne? Wir können da vielleicht einen anderen Weg geben, eine Schnittstelle dafür bauen, aber genau solche Richtungsentscheidungen, das kann man halt schlecht in einem Forum in Konsens machen, sondern da muss es irgendwie eine Art von gemeinsamen Bild geben, wo wir uns dann da sehen. Genau, dann Moderation, die Issues angucken, die Pull-Request-Reviewen, richtiges Feedback geben, aber auch einfach so Hausmeisterei-Krams. Ne? Irgendwas geht nicht mehr, irgendein Dienst wurde abgeschaltet, muss man sich halt irgendwie drum kümmern, Releases machen. Vorträge halten wie hier, das finde ich total gut. Sticker komme ich gleich nochmal drauf, habe ich hier vorne auch liegen, könnt ihr gleich vorbeikommen, wenn ihr mögt. Genau, also alles, was so drumherum anfällt, wenn man so ein Projekt macht.
Genau. Wir haben relativ schnell gemerkt, dass wir, wenn wir das Projekt mit dem Anspruch bauen wollen, den die meisten Leute daran haben, also ob ihr Fahrzeug morgens geladen ist oder nicht, ist den meisten Leuten sehr, sehr wichtig. Und wenn das nicht funktioniert, sind sie da meistens sehr, sehr unglücklich drüber. Das heißt, wir stecken eine ganze Menge Energie und in der Tat auch Zeit da rein, um dieses Projekt irgendwie voranzutreiben. Und da haben wir uns dann irgendwann überlegt, das können wir nicht komplett in Freizeit machen und wollen wir nicht komplett in Freizeit machen, sondern wir müssen irgendeine Art von Finanzierungsmodell finden, wie wir da halt auch wirklich mehr Zeit reinstecken können. Ne? Bei mir persönlich ist es inzwischen so, dass ich meinen Hauptjob auf 3 Tage die Woche reduziert habe und 2 Tage Vollzeit quasi, also Wochentage, Wochenenden und Abenden oder sowas, blende ich mal aus, halt wirklich Vollzeit an diesem Projekt arbeiten kann. Was total cool ist, das machen zu können. Ne? Das haben wir geschafft, indem wir uns ein Finanzierungsmodell überlegt haben. Und das, was wir irgendwann gesagt haben als Richtlinie, ist, wir wollen halt weiterhin, dass der Quellcode komplett offen bleibt. Wir müssen aber auch irgendeine Art von Gegenleistung haben und haben gesagt, alles, was kommerzielle Wallboxen sind, über den Begriff kann man dann später streiten, erfordert ein Sponsor-Token, ein Sponsoring. Ich erzähle gleich, was das ist. Und was wir davon ausgenommen haben, sind Geräte, Wallboxen, die halt sehr bastlerfreundlich sind. Es gibt sowas wie die OpenWB oder den Warp Charger. Das ist so eine Open Hardware Wallbox oder sowas. Da sagen, nee, das ist total, das möchten wir unterstützen, möchten wir fördern. Wenn du solche Geräte hast, dann erfordern wir da auch kein Sponsoring für. Wenn du dir selber irgendwas baust, dann mach das auf jeden Fall. Wenn du selbst am Projekt mitarbeitest und sagst, ich verbessere da irgendwas, dann wollen wir, also dann wären wir die Letzten, die sagen, jetzt wollen wir aber auch nochmal ein Sponsoring von dir haben, sondern das sind dann Leute, wo wir auch sagen, benutzt es bitte so. Aber was wir erfordern sind, wir benutzen GitHub Sponsoring heißt das Feature. Und dann nehmen wir den Mindestbetrag, den man da im Monat einstellen kann. Das sind $2 pro Monat. Wenn du also GitHub-Sponsor für $2 pro Monat bei uns wirst, dann kriegst du einen Sponsor-Token, mit dem du alle Funktionen, also halt die Liste aller Wallboxen quasi verwenden kannst. Es gibt auch Leute, die vielleicht zu Recht keinen Bock auf irgendwie monatliche Zahlungen haben, die sagen, können wir nicht mal eine Einmalzahlung machen und fertig. Da haben wir auch was im Angebot und sagen, hier einmal $100 und dann kannst du das irgendwie benutzen, wie du magst. Genau, das ist das Modell, was wir uns ausgedacht haben. Weiterhin ist der Code komplett offen. Das heißt, wir können niemanden daran hindern, das dann einfach irgendwie selber zu bauen, das zu umgehen, was auch immer. Das wollen wir auch nicht. Wir wollen jetzt nicht anfangen, irgendwie DRM einzubauen oder Teile zu verstecken, die sich dann andere nachbauen. Also da können wir Energie reinstecken, aber da haben wir eigentlich gar keinen Bock drauf. Was wir halt vor allem machen wollen, ist, dass wir, das hatten wir ganz am Anfang, als wir das noch nicht hatten, das ist ein relativ umkämpfter Markt. Es gibt alle möglichen großen Firmen oder Startups, bauen gerade Energiemanagement-Software. Und was wir nicht gerne machen wollen, ist, keine Ahnung, es gibt ein Startup, die sagen, ja, wir benutzen EVCC und schreiben dann eine eigene App für. Und den Support, geht mal bitte auf diese GitHub-Seite und den sollen bitte die anderen Leute leisten und die Gegenleistung. Das funktioniert halt bei uns nicht. Und das hatten wir am Anfang so ein bisschen Sachen in die Richtung und so sind wir zu diesem Modell gekommen. Genau, so sieht das aktuell aus. Ich weiß nicht, ob ihr GitHub-Sponsoring schon mal benutzt habt. Das ist aktuell auch die, also es gibt die Variante und dann gibt es noch die Variante mit, schreiben wir uns einfach eine Mail und dann finden wir auch was. Das geht auch immer. Das, was für uns ganz attraktiv ist, ist, dass GitHub-Sponsoring keine Gebühren von uns nimmt. Das heißt, 100% von dem, was die User da reintun, kommt auch auf der anderen Seite wieder raus, abzüglich natürlich Steuern und was so rechtlich anfällt. Und es ist für uns relativ einfach zu integrieren. Genau. Wenn ihr auf die Webseite guckt, evcc.io, findet ihr ganz, ganz unten so eine Liste an. Da sind auch nochmal ganz viele Profilbilder. Wenn ihr draufklickt, landet ihr auf einzelnen GitHub-Profilen quasi. Das unten sind die Leute, die gesagt haben, wir geben mehr als den Mindestbetrag, weil wir das Projekt cool finden, weil wir es einfach unterstützen wollen. Das ist total cool und auch diese Liste wächst. Das freut uns total. Und dann haben wir oben noch so einen Bereich mit Logos. Das ist gemischt, wann wir so eine Firma als Sponsor einstufen. Ne? Also ab 100 ist es ein, sie überweisen es auch monatlich irgendwie einen Betrag. Ab 100 ist es aber auch ein, sie haben irgendwie, wollen EVCC benutzen und haben irgendwie Sachen, Funktionen, die sie haben wollen, die vielleicht auch in Line mit unserer Roadmap sind und haben halt eigene Entwickler, die sie halt an bestimmten Themen arbeiten lassen mit unserer Absprache, ne? Wo dann auch wirklich Code wieder zurückfließt in das Projekt, was dann allen zugutekommt. Auch das ist total cool. Das haben wir jetzt so bei ein, zwei Firmen, die da wirklich auch aktiv mit dran rumwerkeln. Das ist eigentlich so unsere Lieblingsvorstellung, wenn das funktioniert. Genau, Sticker habe ich eben erwähnt. Wie gesagt, ich habe hier welche liegen. Ihr könnt gleich nach vorne kommen und welche holen. Aber alle Leute, die bei uns Sponsor sind, können noch ein Formular ausfüllen, ihre Adresse eingeben, wenn sie das möchten. Und dann machen wir alle paar Wochen, wird dann mal der ganze Küchentisch vollgeräumt und werden kleine Briefchen geschrieben. Und
größtenteils in den deutschsprachigen Raum verschickt, wobei wir inzwischen auch eine ganze Menge Nutzer in den skandinavischen Ländern haben, lustigerweise auch Australien sehr viel. Ich glaube, eigene PV-Strom nutzen ist da ein größeres Thema. Es gibt Länder, wo wir noch gar keinen Sticker hingeschickt haben, USA zum Beispiel ist gar kein Thema, asiatischer Raum ist gar kein Thema, aber sonst auch Europa generell, also genau, Dänemark, Belgien, Niederlande oder sowas. Auch da geht immer mal wieder so ein Stickerbrief hin, was sehr schön ist. Das heißt, wir sind zwar viel im deutschsprachigen Raum unterwegs, viele Issues werden auch auf Deutsch geschrieben, aber es gibt durchaus auch internationale User. Damit leite ich zur nächsten Folie über und kann gleich sagen, dass unsere UI, da haben wir irgendwann ein Weblate, das ist ein Online-Translation-Dienst. Ich gucke gerade auf die Uhr, das sieht aber gut aus. So ein Online-Translation-Dienst quasi haben wir eingeführt. Mit dem man die Systemtexte, also die einzelnen Labels in der Software halt übersetzen kann. Ich hatte erst gedacht, ja, das ist doch Quatsch, das können wir da irgendwie selber pflegen, Deutsch und Englisch, das ist ja wohl nicht so wild. War selber aber ein bisschen geschockt davon, wie gut das angenommen wurde. Das heißt, innerhalb kürzester Zeit haben wir halt Sprachen aus allen möglichen Ländern halt mit dazu gekriegt, inklusive Arabisch, wo die Zahlen ganz anders aussehen, was mir vorher gar nicht so klar war, wo wir auch im Layout dann nochmal Dinge anpassen mussten, wo auch Text in die andere Richtung läuft und solche Sachen. Total cool, also zu sehen, dass da einfach eine ganze Menge User aktiv sind, die sagen, ich kann kein Go, ich kann das nicht mitprogrammieren, aber Text übersetzen kann ich irgendwie machen. Wenn mir so ein Tool gibt, dann helfe ich da auch bei einem. Ein Doku, genau das Gleiche. Viel haben wir auf Deutsch geschrieben, es gibt aber auch, gab dann aus der Community irgendwann die Initiative zu sagen, lass uns das mal auf Englisch übersetzen. Eine Gruppe von Leuten hat gesagt, wir teilen das unter uns auf und übersetzen dann so Seite für Seite und so. Das muss man alles in Sync halten, ist alles Arbeit, aber auch das ist eine total gute Geschichte. YouTube-Videos hilft uns mega, hatten wir gar nicht so auf dem Zettel. Inzwischen haben so einige YouTube und Smart Home und Tech-YouTuber Videos zu unserer Software gemacht. Das sieht man in der Nutzung der Software halt sehr, sehr stark. Ne? Also dass dann wirklich auch neue Nutzergruppen, die sich mit einem bestimmten Thema auskennen, jetzt einfach zu uns kommen. Genau, und ein weiteres Ding, das ist nach einem Vortrag letztes Jahr irgendwann passiert. Da kam ein Fotograf auf mich zu und meinte, er würde gar nicht weit weg von mir wohnen. Hätte den Vortrag gesehen, er fährt selbst elektrisch, findet das Projekt total gut. Er kann aber nicht programmieren und jetzt auch Übersetzungen, also schreiben wäre jetzt auch nicht so sein Ding, aber er kann halt Fotos machen, ob wir da nicht irgendwas machen können. Und ich habe gedacht, okay, weird, komisch, was auch immer. Und da haben wir ein bisschen geredet und sind dann irgendwann zu dem Ding gekommen mit, wir haben in der Community rumgefragt und gefragt, wer hätte denn Bock, mal so seine Anlage vorzustellen? Also so EVCC-Nutzer angeschrieben, oder nicht angeschrieben, aber im Forum halt mal gepostet, wer hat denn Bock, konnte man sich eintragen. Und dann haben sich, ich glaube inzwischen, also weil ich glaube, 20 Leute haben wir auf der Liste. Inzwischen ist er bei 8 Leuten oder sowas gewesen, wo er halt wirklich so von durch die Bundesrepublik gefahren ist und halt Leute interviewt hat und von denen irgendwie nette Fotos gemacht hat und so ein bisschen eingefangen hat. Ja, er war auch bei mir zu Hause. Eingefangen hat, wie die so wohnen, was sie so damit machen und genau, was sie bewegt, das irgendwie zu tun. Inzwischen haben wir da auch schon 2 Blogartikel rausgebastelt. Die Bilder, die gerade da waren, sind noch gar nicht veröffentlicht. Die habt ihr gerade zum ersten Mal gesehen. Da gibt es aber auch noch Blogartikel zu, die dann so ein bisschen das Setup beschreiben. Was für eine Anlage, wie ist man dazu gekommen? Was sind die Funktionen, die wirklich praktisch sind im Alltag und so? Das, genau, da haben wir jetzt ein bisschen angefangen, wegen seiner Initiative, ne? Weil er gesagt hat, wollen wir da nicht mal was machen? Genau. So, what's next? Der letzte Part. Das haben wir aktuell schon, so eine Energieersparnisanzeige. Konfetti gibt es übrigens, wenn man Sponsor ist, da kriegt man so einen Button und dann gibt es da Konfetti-Explosionen auf dem Screen. Man kann gucken, wie viel Sonnenstrom hat man irgendwie selber verbraucht und was ist der Strompreis gewesen. Das gibt es heute, allerdings relativ rudimentär. Dann haben wir noch das da, das ist so, hat so den Excel-Charme. Ne? Da kann man so seinen Ladelog sehen und ganz viele Zahlen und unten werden die noch aufaddiert. Das funktioniert, das nutzen auch Leute, um mit ihrem Arbeitgeber Dinge abzurechnen. Das kann man sich selbst auch nochmal in Excel übertragen, wenn man es schön haben will. Aber wir sind gerade dabei, das auch irgendwie schön zu machen. Das ist noch ein Arbeitsstand, so wird das nachher nicht werden. Das wird noch irgendwie schicker werden, als es da gerade ist. Aber wo ich eben eine Monats-Jahres-Gesamtaufschlüsselung habe von wie viel Strom ist in welches Fahrzeug gegangen, wie war der Sonnenanteil, die ganzen Sachen, die eben in der Tabelle waren, irgendwie nochmal menschenfreundlich aufbereitet. Genau, da arbeiten wir gerade dran, gibt es einen Pull-Request zu. Und unser Riesenthema ist, aktuell muss man das über eine Konfigurationsdatei einrichten. Das heißt, wir haben in der Doku immer so Codeblöcke, die muss man sich da zusammen kopieren und anpassen. So eine riesige YAML-Datei, die Referenzen aufeinander hat. Viele Leute kriegen das hin, also zumindest alle Leute, die EVCC jetzt nutzen, kriegen das hin, weil das ist der einzige Weg, wie man das aktuell laufen lassen kann. Da muss man einmal durch. Das ist aber für viele Leute eigentlich eine unüberwindbare Hürde. Ne? So YAML schreiben, Whitespace sensitiv, irgendwo abspeichern, irgendeinen Linux-Service neu starten. Da steigen viele aus und sagen, es ist dann nicht mehr meins, sorry. Genau, wo wir gerade bei sind auf der rechten Seite, das ist auch schon ein echter Screenshot, aber es ist noch nicht
Das ist noch nicht feature complete und man kann damit noch nicht alles machen. Und wir waren auch noch davor, das zu benutzen. Aber wir arbeiten hart an einer Konfigurationsoberfläche, sodass man eigentlich später einfach das Paket installiert oder sich irgendeine Box besorgt, ein Image installiert, was auch immer, wo dann ein Web-Installer rausfällt, wo ich meine Geräte irgendwie aus einer Liste auswählen kann, dann sehe mein Wechselrichter, da muss ich diese vier Sachen für rausfinden, dann kann ich die eintragen, gucken, ob das funktioniert, eine Statusrückmeldung oder sowas und kann das dann damit in Betrieb nehmen. Das ist so der allergrößte Punkt, an dem wir auch schon zugegebenermaßen relativ lange arbeiten, aber der ist leider auch nicht trivial. Genau, und dann gibt es jetzt noch die beiden letzten Folienthemen, an denen wir auch noch arbeiten wollen oder teilweise schon ein bisschen angefangen haben. Den Planer verbessern, PV-Prognose, weiß ich, ob morgen die Sonne scheint oder nicht. Aktuell wissen wir das nicht. Wir kennen zwar die Strompreisprognose für morgen, aber nicht die PV-Vorhersage. Damit kann man auch noch gute Dinge machen. Die Lademodi habt ihr eben gesehen aus PV, Min-PV, habe ich nicht so gesagt heute. Und schnell, auch da gibt es Wünsche, das nochmal irgendwie anders zu haben, auch nachvollziehbar. Bereich Wärme machen wir was. Ich habe zu Hause einen Heizstab zum Beispiel, der auch so wattgenau Überschuss geregelt wird. Sprich, wenn das Auto, wenn der Hausspeicher voll ist, das Auto voll ist, dann mache ich meinen Hausspeicher quasi im Sommer zumindest warm mit dem PV-Überschuss. Das unterstützen wir gerade, aber es ist noch bastelig, das wollen wir besser unterstützen. Und dann gibt es noch so ein paar Bereiche, wo wir noch gar nicht so viel gemacht haben. Also wenn wir die Web-UI fertig haben, wollen wir auch sowas wie irgendwie ein Linux-Image haben. Also dass man Raspberry nehmen kann, dann ein Image drauf flashen kann und dann den Web-Installer haben und fertig. Da kennen wir uns aktuell noch gar nicht wirklich mit aus. Heißt, wenn es in dem Raum hier jemanden gibt, der das ein gutes Thema findet, total gerne. Da brauchen wir definitiv Hilfe, wenn wir dann soweit sind. Remote-Zugriff, wenn man eine App hat, macht das total Sinn, dass man da irgendwie ein sauberes Muster findet. Genau. Oder auch wirklich eine Hardware anbieten. Ne? Da sehen wir uns auch nicht, dass wir jetzt selber anfangen, irgendwie Hardwareboxen zu verschicken. Aber wenn wir irgendwie einen Partner finden, der sagt, jo, ihr stellt die Software, wir machen die Hardware, wir kümmern uns um Retouren, Defekte, was auch immer, können wir uns das auch total super vorstellen, dass wir in diese Richtung was machen, auch für unterschiedliche Anwendungsfälle. Und Optimierungsalgorithmen, genau das Gleiche. Aktuell kann man einiges manuell einstellen. Preisgrenzen oder so, aber das sind sicher auch Sachen, wo man mit Machine Learning, das muss dann auch nicht AI sein, das kann wahrscheinlich einfache Statistik sein, bestimmt bessere Entscheidungen, auch schönere Entscheidungen für den User treffen kann. Genau, aber auch da, wenn sich da jemand austoben möchte oder jemand Ideen hat, wie man da so, keine Ahnung, vielleicht aber auch Richtung Daten sammeln, Open Data, Sachen aus EVCC-Instanzen lokal oder öffentlich bereitstellen, können wir uns auch total gut vorstellen, dass man da was macht. So, letzte Folie. Vielen Dank. Der Link zum Projekt. Auf dem Link darunter findet ihr die Folien auch. Jetzt habe ich noch in der Tat ein paar Minuten Zeit für Fragen. Das ist total gut. Gibt es Fragen? Oder hätte ich mich gar nicht beeilen müssen? Ja, es gibt eine Frage. Sehr gut. Habt ihr, ich sag mal, ein Scoring, welche Hersteller wie gut unterstützt werden? Nee, nicht wirklich. Also wir haben jetzt keine Bewertung. Was wir immer mal wieder gefragt werden ist, ich will mir eine Wallbox kaufen, welche würdet ihr empfehlen? Das ist so die Klassikfrage. Wir tun uns da ein bisschen schwer, weil man dann schnell auch in dieses, ihr könnt auch einen Referral-Link zu unserem Store kriegen, von den Herstellerangeboten kriegen, wo wir sagen, eigentlich wollen wir das nicht. Eigentlich wollen wir lieber durch die Nutzer finanziert werden, als durch irgendwelche sekundären Hardwareverkäufe. Was wir mal gemacht haben, da kann ich kann dir einen Link schicken im Nachgang, kannst aber auch selber suchen. In Discussions gibt es eine Umfrage, wo wir gesagt haben, lass uns das mal als Datenbasis machen, wo wir unsere eigenen Nutzer fragen, welches Setup habt ihr, womit seid ihr total zufrieden, was mögt ihr daran und was mögt ihr daran auch nicht. Also die perfekte Wallbox, wenn wir die hätten, würden wir die wahrscheinlich einfach blind empfehlen und sagen, nehmt die, die ist immer geil. Das ist aber wie so oft im Leben immer ein Trade-off. Ne? Die kann dann vielleicht einige Sachen nicht, vielleicht sind die einem aber auch nicht wichtig. Also da gibt es eine Umfrage und die Ergebnisse der Umfrage sind auch offen. Das Ziel ist auch, dass wir diese Umfrage auswerten und dann auch wirklich in die Doku vielleicht noch so einen Blog oben reinmachen, wo wir sagen, das sind Sachen, mit denen die Community gute Erfahrungen hat. Guckt euch die vielleicht mal zuerst an oder so. Ja. Aber aktuell haben wir es noch nicht in aufbereitet. Okay. Ja, du hattest ja gezeigt, dass ihr mit der Wärmepumpenunterstützung, da seid ihr bisher noch gar nicht weiter, sondern nur ein Heizstab, weil, also ich habe eine Wärmepumpe, die läuft bisher autark für sich. Ich meine, ich habe auch eine PV-Anlage, Batterie und so weiter und von Sonnen ist das Ganze. Ja. Und bloß die Wärmepumpe ist extra. Die ist von Heliotherm, ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist, das ist ein österreichischer Hersteller. Er bietet auch irgendwie so einen Web-Controller an und die Wärmepumpe selber ist auch über das Netz zu erreichen.
Ist jetzt auch schon 17 Jahre alt, das Ding. Ist aber trotzdem, also irgendwie spricht die mit dem Netz. Mhm. Die kann man erreichen per Telnet und so weiter. Habt ihr da irgendwo Ziele, dass ihr da so Hersteller auch unterstützen wollt? Ja, also es gibt, also meine Halsstablösung, von der ich erzählt habe, da steckt eine eigengebaute Steuerung, die EVCC-Signale in der Stelle sogar im PWM umsetzt. Ne? Also das ist nicht standardkonform, ist also nicht keine Standardhersteller-Schnittstelle, die wir machen. Wir haben Halsstäbe, wo wir schon wirklich auch die Schnittstelle des Halsstabs unterstützen. Und es gibt, kannst du in den Discussions ein bisschen suchen, auch einige Leute, die dann halt mit eigenen Plugin-Integrationen, und das kann sowas sein wie einfach einen HTTP-Aufruf machen, wenn das Ding starten soll, und einen anderen HTTP-Aufruf machen, wenn das Ding stoppen soll, oder ein Shell-Skript starten, dass, wenn Telnet dahinter ist, dann wird es vermutlich auf eher so ein, ich muss es nochmal ins Skript umverpacken oder sowas rauslaufen. Aber also zumindest die Signale, um zu sagen, starte mal, stopp mal, oder du hast gerade Hochphase, du hast gerade Tiefphase, das sollte jetzt schon machbar sein. Kein Heizstart, ne? Gibt es bei dir nicht. Ja. Die macht alles wirklich von sich aus, Warmwasser und Heizung und so weiter. Also da gibt es keinen Heizstart, weil das ist ja auch ein Stromfresser. Ja, ja, ja. Aber das wäre natürlich eine geniale Geschichte, wenn man das damit einbinden könnte. Genau, also was unser Ziel ist, ist, dass wir neben den Wallboxen und Fahrzeugen auch eine Liste wirklich von explizit von Wärmepumpen hat, ne? Wo man dann auswählen kann, die Wärmepumpe, und dann muss ich dann noch irgendwie meine Zugangsdaten für das Ding eingeben und fertig. Und dann haben wir da irgendwie eine Steuerung für. Aktuell ist es basteln. Also was heißt basteln? Man muss es über ein Plugin lösen, so rum vielleicht. Ja, weil es geht eigentlich hauptsächlich darum, warm Wasser. Ne? Ja. Weil dann würde ich nämlich da sagen, okay, wenn Überschuss ist, alles andere ist voll, dann heizt das Wasser genau. 70 Grad auf, dann ist das natürlich ja ein bisschen heißer, als was man jetzt macht, so 50 Grad oder sowas. Ja. Hat man ja noch ein bisschen mehr davon. Genau, also das, also wie gesagt, geht jetzt auch schon, aber muss man nochmal gucken, ja. Jetzt noch Fragen hier. Gibt es so eine Art, oder ist es bekannt, wie viele Installationen es gibt? Und ich habe geahnt, dass die Frage kommt, das werden wir regelmäßig gefragt. So ein Hardware-Survey, dass ja. Man sagen kann, okay, mein Setup teilen, dass ihr ungefähr wisst, welche Anwender so wie viel verwendet werden? Haben wir in der Tat schon oft drüber nachgedacht, ob wir das mal einbauen. Also es gibt so ein Telemetrie-Setting. Ich habe WLAN, ist egal. Wenn ihr auf die, okay, 2 Minuten, 3 Minuten. Also man kann, wenn man Sponsor ist, gibt es so ein Telemetrie-Setting, was man aktivieren kann. Damit teilt man mit so einer zentralen Instanz, die wir aufgebaut haben, den aktuellen Verbrauch und den aktuellen Anteil von Sonnenstrom. Wenn man auf die Webseite guckt, sieht man von allen Leuten, die das Setting angemacht haben, so die aufaddierte Megawattzahl, mit der gerade geladen wird, und auch den Prozentsatz quasi. Und wir haben in der Tat schon mehrfach darüber nachgedacht, ob wir auch die Hardware-Basics, dass wir zumindest wissen, welche Hersteller an Wallbox oder sowas da verbaut ist, dass wir das mit rausloggen. Das haben wir aktuell noch nicht gemacht, würde uns aber auch helfen, wenn wir mal irgendwie irgendetwas ist kaputt und wir sind uns jetzt gerade unsicher, betrifft das gerade mega viele Leute, betrifft das ganz wenig Leute, auch um Prioritäten setzen zu können an der Stelle. Genau, aber aktuell machen wir das nicht. Wir probieren, so datensparsam wie möglich zu sein. Ich könnte dir heute nicht mal sagen, wie viele Installationen es gibt. Ich kann dir sagen, wie viele Sponsoren wir haben, weil wir da irgendwie die von GitHub quasi eine Zahl kriegen. Ich kann sagen, wie viele Docker-Image-Downloads, das habe ich extra nachgeguckt, das sind irgendwie 77.000 oder sowas im August gewesen. Ich habe aber keine Ahnung, was das bedeutet. Also heißt das 70.000 Docker-Nutzer oder heißt das nur, dass, also nochmal, hängt ja von unterschiedlichen Sachen zusammen, wie viele Versionen wir releasen im Monat und solchen Sachen. Also, ja. Noch eine Verständnisfrage: Sponsor braucht man nur für eine Wallbox oder? Genau, wir haben das an die Wallbox-Hersteller quasi geklemmt, das Feature. Es ist ein bisschen eine arbiträre Entscheidung. Ne? Wir brauchen dann eine sinnvolle Art der Gegenfinanzierung, das schien uns am fairsten. Genau. Habt ihr für das Sponsoring jenseits von GitHub die Möglichkeit, finanzamtsfähige Rechnungen auszustellen? Ja, können wir auch mal. Das ist das, was ich eben meinte mit, wenn man eine Mail schreibt, können wir auch alles mögliche andere machen. Also da steckt keine Firma dahinter, da ist dann einer von uns, schreibt dann eine Rechnung mit Mehrwertsteuer und das können wir machen. Sehr schön. So, sonst noch Fragen? Ich glaube, die Zeit ist uns auch durch. Ich habe das Signal eben schon gekriegt. Dann sage ich danke fürs Zugucken. Der Marc kann sich auch ein Stück annehmen jetzt.